Wenn mich jetzt ein neuer Spieler in Genshin Impact fragen würde, was denn so das Schlechteste ist, was dieses Game seit Release zu bieten hat, dann würde ich ihm sagen, hey, das sind nicht die Banner, von denen du jetzt vielleicht dachtest, das sind auch nicht die Wahrscheinlichkeiten, einen 5-Sterne-Charakter oder aber auch eine 5-Sterne-Waffe zu bekommen, sondern es sind die Artefakte. Und warum die Artefakte das Schlechteste ist, was Genshin Impact zu bieten hat und welche ihr am besten wegwerfen solltet oder aber auch behalten solltet, all das natürlich wie gewohnt nach dem Intro. Geht ab, Samurais, und willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video hier aus der neuen Wohnung. Ihr seht, es ist alles noch komplett Chaos, weil wir sind erst am Wochenende eingezogen und sind dementsprechend noch am Auspacken und so weiter und so fort. Und ich kann auch leider hier hinten nicht wirklich viel machen, weil da zum einen die Garderobe ist, beziehungsweise halt so ein Jäckchenhalter, wenn man es so will. Und ja, hier hinten, da hinten kann man vielleicht noch was machen an der Wand. Muss ich mal schauen, wie ich das am dümmsten mache. Aber damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass das alles so seinen Weg geht und die Streams wieder stattfinden werden können. Aber mit dem Hintergrund kann ich momentan noch nicht allzu viel machen. Deswegen ist der jetzt halt noch so ein bisschen unscharf. Aber ich hoffe, das geht klar, weil das kritisiert worden ist, was sehr, sehr gut gewesen ist, weil dann weiß ich, was ich verbessern kann. Aber ich arbeite dran. Keine Sorge. Heute geht es um das Thema Artefakte und als neuer Spieler in Genshin Impact oder aber auch vielleicht bereits als bestehender Spieler weiß man jetzt nicht immer unbedingt, welche Artefakte man nun doch behalten sollte oder welche man in dem Fall am besten wegwerfen sollte. Das ist nicht immer ganz so einfach und damit wir das Ganze besser verstehen, müssen wir nochmal zurück zu den Basics. Aber wenn ihr die schon kennt, dann spult einfach in den Zeitstempeln unten weiter vor bis an die Stelle, die euch interessiert, beziehungsweise da, wo ihr dann sagt, okay, hey, das ist vielleicht ganz interessant, dann spult einfach bis dahin vor und skippt einfach den Basispart. Aber ich möchte dann auch hier natürlich die Anfänger und auch die neuen Spieler, die jetzt 2021 angefangen haben oder gerade zum One-Year Anniversary Event oder halt jederzeit mit abholen können. Deswegen bauen wir die einfach mal gekonnt mit ein. Verlieren wir nicht groß weiter Worte, sondern gehen direkt ins Game. Und ich sehe gerade, meine Cam hat sich aufgehängt. Richtig, richtig geil. So, das Hack ist gehackt und dementsprechend läuft die Technik auch wieder. Und jetzt können wir mit den Basics der Artefakten beginnen. Aber ihr wisst Bescheid, wenn ihr schon wisst, worauf ihr bei den Artefakten achten müsst, gerade dann, welcher Charakter welche Werte braucht und so weiter und so fort, wenn ihr wisst, was mit Mainstat, Substat gemeint ist, etc. pipapo, dann spult einfach vor bis zum nächsten Timestamp, weil dann könnt ihr euch hier somit ein bisschen Zeit sparen und müsst euch das Ganze nicht nochmal doppelt anschauen, wenn ihr die Infos eh alle schon habt, beziehungsweise schon kennt. Aber wenn ihr neu seid, dann seht ihr auch hier schon direkt, wir haben 5 verschiedene Artefakttypen. Und diese 5 verschiedenen Typen gliedern sich auf in einer Blume, seht ihr hier oben. Dann haben wir die Feder, wir haben die Sanduhr, wir haben den Kelch und wir haben die Krone. Das sind diese 5 verschiedenen Typen. Und jedes Artefakt, wirklich jedes Artefakt, egal ob 3, 4 oder 5 Sterne, kommt mit einem sogenannten Mainstat daher. Und wenn wir von Mainstats reden, meinen wir das hier. Crit-Schaden 62,2%. Das kann immer mal wieder anders ausfallen, aber jetzt nur für die Erklärung, ist das hier der Mainstat. Das ist immer dieser Wert hier oben, der oberste Wert. Bei dem Kelch ist das jetzt in dem Fall Pyro-Schadensbonus, dann haben wir hier Angriffsbonus und so weiter und so fort. Das ist immer der Mainstat. Dann bringt jedes weitere Artefakt zusätzlich eine unterschiedliche Menge an Substats mit sich. Und wenn wir von Substats reden, meinen wir das hier. Crit-Schaden 14,8%, Verteidigung plus 39%, kritischer Treffer plus 6,6% und so weiter und so fort. Das sind die Substats. Das, was ich mit unterschiedlicher Menge meine, ist, dass bis zu maximal 4 Substats möglich sind, aber diese halt dementsprechend je nach Seltenheitsgrad des Artefakts anders ausfallen. Bei einem 3-Sterne-Artefakt ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass dieser nur ein Substat mitbringt. Das kann natürlich hier und da mal etwas anderes sein, wie hier beispielsweise mit diesen 2 Substats, aber das ist auch der Grund, warum 3-Sterne-Artefakte deutlich schlechter sind als 5-Sterne-Artefakte. Denn 4-Sterne-Artefakte oder 5-Sterne-Artefakte beginnen dann auch schon mit mehreren Stats. Aber ihr seht auch, wie viele Artefakte wir hier haben und wie viele dieser 4-Sterne-Artefakte nur 2 Substats haben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie beispielsweise, weiter oben war das glaube ich irgendwo, ich weiß, ich hatte eins, dass ein 4-Sterne-Artefakt auch 3 Substats mit sich bringen kann. Aber ihr seht, das ist so selten. Hier, das ist das Artefakt oder eines der Artefakte, die ich besitze. Aber das ist so selten, dass das mal passiert. Deswegen vergesst das bitte sofort, hier und da irgendwie so wirklich die perfekten Artefakte farmen zu wollen, weil das ist wie ein 6er Lotto plus Zusatzzahl, wenn ihr die richtigen Werte bekommt und sich dann dementsprechend noch die richtigen Werte aufleveln. Das ist wirklich die Kirsche auf der Torte, das ist die Sahne auf dem Kuchen oder
die Schokostreusel auf dem Eis, je nachdem, was für euch so das absolute Optimum ist. Aber vergesst das. Wirklich. Es gibt Werte, auf die ihr achten solltet, dazu kommen wir gleich noch. Aber das ist mal so das Wichtigste, was ihr hier in der Hinsicht wissen müsst. Abschließend zu den Basics der Artefakte ist es noch gut zu wissen, dass ihr niemals, niemals, unter keinen Umständen, niemals zweimal dieselben Werte bekommen könnt. Denn wenn hier oben als Mainstat die Lebenspunkte 4780 angegeben ist, ohne das Prozentzeichen, das ist bei der Blume und bei der Feder immer gleich. Die Blume bringt Flatstat Angriff mit sich. Und wenn wir Flatstat meinen, dann reden wir immer davon, dass das eine Erhöhung des Wertes ist, ohne dieses Prozentzeichen. Das ist keine prozentuale Erhöhung, sondern wirklich reiner Flachwert, auf Deutsch übersetzt, Platz sage ich jetzt mal, also reiner Flatstat. Und bei der Feder ist das immer Angriff und bei der Blume ist das immer Lebenspunkte. Das wird niemals anders sein. Und wie gerade eben schon erwähnt, könnt ihr niemals unter keinen Umständen zweimal denselben Wert bekommen. Das heißt, wir haben hier oben Flatstat Lebenspunkte 4780. Das bedeutet, wir können hier unten in den Subsets nicht nochmal Flatstat Lebenspunkte bekommen, sondern dann wäre das hier beispielsweise Lebenspunkte Prozente. Wie hier bei Albedo beispielsweise. Da seht ihr es, Lebenspunkte plus 10,5%. Das gleiche gilt natürlich auch für die Feder, was ganz, ganz nice ist, weil dort gibt es dann nur Angriffsprozente. Und wenn man Glück hat, hier wirklich gute Werte zu bekommen, dann ist das mega, weil je mehr Angriff ein Charakter hat oder ein Artefakt mitbringt, desto stärker logischerweise auch unser Charakter. Aber Angriff ist natürlich auch nicht alles. Kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen. Und jetzt, liebe Freunde, beginnt der Part, wo es anfängt, so richtig schön widerlich zu werden. Also wirklich ekelhaft. Und das ist auch der Punkt, warum ich seit Tag 1 sage, dass Artefakte der größte Müll in Genshin Impact sind. Aber, das ist nur meine persönliche Meinung, das mindert für mich persönlich den Spielspaß in keinster Weise. Ich bin trotzdem zufrieden damit. Aber ich bin dann noch der Meinung und auch der Überzeugung, dass miHoYo hier noch einiges anpassen kann. Einfach, weil das unter Umständen wirklich teilweise zu richtig krass Frust führen kann. Betonung auf kann, nicht muss. Je nachdem, wie geduldig ihr mit dem Ganzen seid. Aber es kann schon sehr frustrierend sein, wenn ihr dann beispielsweise wirklich 5 Wochen durchgehend eine Sphäre abfarmt und nicht ein passendes Teil bekommt, damit ihr zum Beispiel diesen 4-teiligen Set-Boni aktivieren könnt. Klingt jetzt erstmal relativ gut, so im Verhältnis. Man braucht 4 Teile für ein Set-Boni, aber es gibt 5 verschiedene Artefakte. Falsch gedacht. Weil, um das Ganze jetzt wirklich long story short abzukürzen, bekommt ihr hier kurz den Screenshot eingeblendet, welche Main-Stats es auf den Artefakten gibt. Blende ich euch gleich ein. Nur noch ganz kurz zu dieser Erwähnung. Was ich damit meine, wir können dann hier als Mainstat nicht nur Angriffsprozente bekommen, sondern auch Verteidigung oder Aufladerate oder Elementarkunde oder wie wär's mit Lebenspunkten, haben wir auch alles im Petto. Bei dem Kelch, und das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, damit hatte ich bisher immer am meisten Pech, ist das so verdammt schwierig, den passenden Mainstat zu dem Set-Teil zu bekommen, weil ihr seht auch, der Kelch ist ein komplett anderer als jetzt von dem Gedenken an Shimenawa-Set. Das liegt einfach daran, dass wir auf den Kelchen alle möglichen Bonis gefühlt bekommen können. Angefangen mit allen möglichen elementaren Schadensbonis, die es gibt, von Kryo, Elektro, Hydro, Pipapo etc. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, und jetzt seht ihr das Ganze hier eingeblendet, dieses Artefakt-Piece Mainstats-Chart. Und dort seht ihr, auf welchem Artefakt ihr welchen Mainstat bekommen könnt. Und das fängt an bei der Blume, 3. Spalte von links, ganz oben, obere Reihe mit den grünen Häkchen. Da seht ihr dann auch schon direkt Flat Health Points HP. Das bedeutet wirklich diese flachen Stats, diese Flat Stat mit Lebenspunkte plus 2 oder Lebenspunkte plus 4700 noch irgendwas. Das sind so die Flat Stats ohne Prozente. Dann haben wir hier bei der Feder Flat Stat Attack, ist ja klar, weil Basis Angriffspunkte, sage ich jetzt mal, oder Flatstat Angriffspunkte, wenn man so möchte. Und dann sind wir auch schon bei der Sanduhr angelangt. Das ist die 3. Reihe von rechts. 2. Spalte von oben. Auch hier wieder mit dem grünen Häkchen. Health Points, Percentage, HP, Prozente. Das heißt, wir bekommen Lebenspunkte, Prozente, Angriffsprozente, Verteidigungsprozente, Elementarkunde, Prozente, Aufladerate, Prozente und so weiter und so fort. Bei dem Kelch genau dasselbe Spiel. Alles Mögliche an elementaren Damage-Bonis. Ihr seht jetzt zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häkchen. Vergesst es aber bitte nicht, es sind mehr Häkchen, weil das gilt nur für alle elementaren Damage-Bonis. Ihr seht auch in Kleinschrift drunter das Kleingedruckte, sage ich jetzt mal, Pyro-Kryo, Hydro, Elektro, Animo und Gio und so weiter und so fort. Und bei der Kopfbedeckung genau das Gleiche. Und deswegen ist das so der Punkt, warum ich sage, hey, Artefakte sind gefühlt noch mehr Glücksspiel als Lotto-Spielen.
aber bitte auch hier nicht voll nehmen, wirklich. Aber da wirklich mal ein gutes Artefakt zu bekommen, ist wirklich die Kirsche auf der Torte. Habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, weil ich immer mal wieder das Video mit mehreren Unterbrechungen aufnehmen muss. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das ist so dieser eklige Part an Genshin Impact, gerade was die Artefakte betrifft. Aber auch hier nochmal, kleiner Reminder, was mir unglaublich wichtig ist, das mindert den Spielspaß nicht. Man kann trotzdem einen Spaß an Genshin Impact haben, ohne die überwältigenden perfekten Artefakte zu besitzen. Ich habe sie auch nicht, weil hier beispielsweise, klar, Crit-Schaden 21,8%, aber mir fehlen hier beispielsweise die Chance auf kritischer Treffer. Und ich hatte das Pech, dass sich hier die Lebenspunkte beim Level-Up erhöht hatten. Und damit, um das ganze Thema jetzt nochmal abzuschließen, noch der letzte Tipp, beziehungsweise die letzte vollständige Erklärung. Jedes Artefakt, wie gesagt, hat 4 Substats und alle 4 Stufen, damit ihr es nochmal seht, bekommt ihr entweder einen Stat dazu, wenn ihr weniger als 4 Substats habt, oder es erhöht sich zufällig ein Wert in der Hinsicht von den 4, die es dann bereits gibt. Ihr seht es auch hier, das ist zufällig und es hat sich die Verteidigung, Flat Stat Verteidigung erhöht. Das ist Bullshit. Aber ja, war kein guter Wert, das Artefakt ist allgemein nicht gut, aber alle 4 Stufen, das heißt plus 4, plus 8, plus 12, plus 16 und plus 20, habt ihr die Chance auf maximal 5 Roll-Ups, wenn ihr ein Artefakt habt, das mit 4 Substats begonnen hat, beziehungsweise gedroppt worden ist. Wenn das nur 3 Substats gedroppt hat, dann habt ihr nur 4 Roll-Ups in der Hinsicht, weil ja noch ein Stat hinzukommt. Damit ihr jetzt versteht, welche Artefakte ihr behalten und welche ihr wegwerfen könnt, geht ihr erstmal in eure Charaktere. Ihr schaut euch die vorhandenen Charaktere an, die ihr habt. Jeder hat unterschiedlich viele. Und gerade dann, wenn ihr neu in Genshin Impact seid und eure ersten Pulse in den Bannern gemacht habt, dann werdet ihr bestimmt so 6 bis 7 Charaktere haben. Und da wird es hoffentlich einen Charakter geben, der euch wahnsinnig viel Spaß macht, weil ihr sagt, hey, der gefällt mir wirklich gut. Den würde ich gerne sehr, sehr lange spielen. Was muss ich beachten? Dann ist das sehr, sehr gut. Und wenn es keinen gibt, halb so wild. Genau das gleiche Prinzip könnt ihr auch für alle neuen und zukünftigen erscheinenden Charakter anwenden. Ist super simpel und total selbsterklärend. Aber ich zeige euch jetzt so im Schnelldurchlauf, was genau ich damit meine. Und ihr werdet dann auch direkt verstehen, ach so, wusste ich ja, habe ich ja eh schon gemacht. Dann ist es umso besser. Aber wir schauen uns jetzt erstmal meine Noelle an. Ihr geht auf eure Charaktere, beziehungsweise auf einen der Charaktere, der euch am meisten Spaß macht, den ihr wirklich lange und häufig spielen möchtet. Geht auf die Details und schaut euch die Talente der Charaktere an. Das ist ungemein wichtig, dass ihr wisst, was eure Charaktere eigentlich können und wie die Talente funktionieren. Weil es bringt nichts, jeden Charakter stupide auf Chance auf kritische Treffer und Crit-Schaden zu bauen und dann hoffen, dass die Skills irgendwas machen, sondern ihr müsst auch wirklich euch die Zeit nehmen, um euch ein bisschen die Skills durchzulesen. Einfach damit ihr Bescheid wisst, hey, so und so sieht das Ganze aus. Und ich garantiere euch, das spart euch im Late Game so viel unnötige Mehrarbeit, wenn ihr das von Anfang an richtig macht und euch kurz die 5 bis 10 Minuten Zeit nehmt, euch die Skills durchzulesen, die zu verstehen und dann sagt, hey, okay, ich hab's geblickt, passt, setzt mir so um. Denn ihr seht es auch hier bei Noelles elementarer Fähigkeit, der Schaden, der abgehalten wird von ihrem Schutzschild, basiert auf ihrer Verteidigung. Das gleiche gilt auch für ihre ultimative Fähigkeit. Und hier steht beispielsweise, okay, das ist hinter der Cam verborgen, erhöht Noelles Angriff basierend auf Noelles Verteidigung. Das heißt, eine Noelle jetzt hier auf Angriff zu bauen, macht überhaupt keinen Sinn, weil der Charakter rein auf Verteidigung skaliert, also wirklich rein auf Verteidigung. Das heißt, je mehr Verteidigung die Noelle hat, umso mehr Schaden teilt sie dann dementsprechend aus. Wo haben wir denn meine holde Maid hier? Talente. Ultimative Fähigkeit. Okay, seht ihr jetzt auch trotzdem nicht, aber ihr seht hier die Multiplier. Angriffsbonus, 85% der Verteidigung und das ist viel. Aber das gilt nur, wenn ihr sie auf C6 habt. Weil auf C6 haben wir hier, dort wird das nochmal um zusätzlich 50% erhöht. Aber Noelle ist auch gut, selbst wenn ihr sie nicht auf C6 habt. Lasst euch das gesagt sein, weil Noelle ist eine One-Man-Army oder eine One-Woman-Army. Die Frau kann alles alleine. Die kann euer Team schützen. Sie heilt sich oder heilt das gesamte Team, wenn sie angreift, was will man mehr. Das ist mega, macht viel Schaden, Geo-Damage etc. Ist ein guter Charakter. Aber das ist das, worauf ich hinaus möchte. Dann haben wir hier beispielsweise ein Albedo. Und das ist so ein Charakter, wo das Entweder-Oder-Prinzip greift. Entweder ihr baut ihn auf Verteidigung oder ihr spielt ihn komplett auf Angriff. Das sind 2 Paar Schuhe. Beides würde ich nicht empfehlen. Einfach, weil euch dann an beiden Stellen hier und da ein bisschen was verloren geht. Und der nur so etwas Halbes kann von jedem, aber der ist dann im Gesamten nichts Ganzes. Deswegen, die elementare Fähigkeit von ihm hier, die E, seht ihr es auch hier? Schaden der Blüte der Vergänglichkeit, 227% VTD, Verteidigung. Und es steht auch hier in der Skillbeschreibung, ihr seht es auch hier oben, der Schaden basiert auf Albedos Verteidigung. Die tektonische Welle hingegen jedoch
skaliert mit seinem Angriff. Ihr seht es auch hier, Spezialfähigkeit Schaden 367%. Das heißt, je mehr Angriff dieser Charakter hat, desto mehr Schaden macht er mit seiner ultimativen Fähigkeit. Und da ist natürlich die Frage, sofern ihr ihn besitzen solltet oder vorhabt irgendwann zu ziehen oder wie auch immer, oder falls es ähnliche Charaktere gibt, die entweder oder heißen, dann müsst ihr euch Gedanken darüber machen, wie wollt ihr den Charakter spielen. Das gleiche gilt natürlich auch für eine Iola beispielsweise, für eine Raiden Shogun. Ich habe Leute gesehen, die spielen sie rein auf Angriff, Chance auf kritische Treffer und Crit-Schaden, kann man machen, gar keine Frage. Aber die meisten spielen sie dann dementsprechend auch auf Elektroschaden, das heißt, sie haben als Kelch Elektroschaden und skalieren dann halt wirklich viel Angriff nach oben. Aber der Großteil spielt sie auf Aufladerate, einfach weil dieser Charakter auf Aufladerate getrimmt ist. Deswegen müsst ihr euch so ein bisschen die Skills durchlesen, was dieser Charakter kann. Werde ich jetzt nicht im Detail machen, weil das würde zu lange dauern, weil es ist auch wahnsinnig viel Text, gerade bei dem Charakter wie Raiden Shogun jetzt in dieser Hinsicht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Lest euch bitte die Skillbeschreibungen durch. Das gilt auch für eure Healer-Charakter bzw. für eure Heiler. Denn Chi-Chi und Jean sind beides Charaktere, wo der Heilungsprozess bzw. die Höhe der hergestellten oder wiederhergestellten Lebenspunkte auf dem Angriff basiert. Nicht Basisangriff, sondern wirklich Gesamtangriff. Das bedeutet, das schließt jetzt hier bei den Details den weißen Angriffswert und den grünen mit ein. Bei Bennett hingegen ist das etwas was anderes, denn bei Bennett greift nur der Basisangriff bei seiner ultimativen Fähigkeit. Und es steht auch extra hier drin, erhöht den Angriff der Figuren mit mehr als 70% Lebenspunkte auf diesem Feld basierend auf Bennetts Basisangriff. Und der Basisangriff kann nur erhöht werden durch eure Waffe, die ihr diesem Charakter gebt. Je höher der Wert von dem Basisangriff ist, umso besser, aber ihr habt keine andere Möglichkeit, diesen Basisangriff zu erhöhen. Und das ist nur dieser weiße Wert hier, diese 527, diese plus 416 sind halt die Teile, die ihr dann über die Artefakte bekommt. Aber das spielt keine Rolle, sondern wirklich nur dieser reine Basisangriff von 527. So viel mal dazu. Bei Buffsy genau das gleiche Spiel. Talente hier, dort skaliert ihre Heilung nicht mit dem Angriff, sondern mit ihren maximalen Lebenspunkten. Und das gleiche trifft natürlich auch auf Sangonomia Kokomi zu. Deswegen lest euch wirklich die Skills durch, was die Charaktere können, wie ihr sie am besten baut und macht euch dann Gedanken darüber, ist euer Charakter ein Main-Damage-Dealer, ist euer Charakter mehr so ein Support-Damage-Dealer oder ist euer Charakter eher so ein elementarer Charakter, der Elementarkunde benötigt, wie Kazuha beispielsweise einer ist. Oder andere Charaktere, die mit elementaren Reaktionen arbeiten, brauchen ebenfalls Elementarkunde, wenn ihr sie als Support spielt. Und Elementarkunde ist meiner Meinung nach mehr so ein Supporter-Bild. Abgesehen von Kazuha, der hat wirklich sehr, sehr gute Offensivfähigkeiten. Aber jeder Charakter kann gespielt werden, wie ihr das möchtet. Also jeder Charakter kann als Main-Damage-Dealer oder als Supporter oder als Sub-Damage-Dealer gespielt werden. Nur nicht als Healer, weil dafür gibt es spezielle Charaktere, die Heilungsfähigkeiten mit sich bringen. So viel mal zu diesem kleinen Exkurs hier zum Thema Artefakte und worauf ihr achten solltet. Abschließend schauen wir uns mal die Artefakte an, damit ihr jetzt auch wirklich wisst, welche Artefakte ihr wegwerfen könnt und welche ihr behalten solltet. Wir haben jetzt hier beispielsweise, wo haben wir das denn? Ich sage gerade relativ oft beispielsweise, ich hoffe ihr seht es mir nach, sonst mache ich so einen Counter rein im Video. Aber das, worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt eine allgemeine Faustregel für bestimmte Charaktertypen, je nachdem, welche Rolle diese ausfüllen. Für Main-Damage-Dealer, das heißt für Charaktere, die wirklich durchgehend auf dem Feld sind, die ihr sehr, sehr gerne spielt, die bei euch die meisten Angriffe machen, die meisten Skills einsetzen, die meisten ultimativen Fähigkeiten einsetzen und so weiter und so fort, vollkommen Bums. Aber für die Charaktere, die die meiste Feldzeit haben, das sind in der Regel meistens die Main-Damage-Dealer, die hauptsächlich den Schaden austeilen. Und da gilt es zu beachten, Chance auf kritische Treffer, Crit-Schaden und Angriffsprozente. Das sind so die drei wichtigsten Stats, die ihr für die Charaktere benötigt. Wenn wir uns jetzt mal einen Zhao anschauen, dann werdet ihr sehen, der wichtigste Wert bei jedem Main-Damage-Dealer-Charakter ist dieses KT, 71,1%, und Crit-Schaden, 194,6%. KT der wichtigste, Crit-Schaden der zweitwichtigste. Und KT bedeutet Chance auf kritische Treffer, das heißt, euer Schlag kann kritisch treffen, euer Angriff, und kann dementsprechend mehr Schaden verursachen. Wie viel mehr Schaden dieser dann verursacht, hängt von eurem Crit-Schaden ab. Das seht ihr hier, KSCH, 194,6%. Wenn jetzt hier 100% stehen würde, würde das bedeuten, wenn mein Angriff kritisch trifft,
dann würde ich 100% mehr Schaden machen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich mache doppelt so viel Schaden mit einem Angriff, was mega nice ist. Und das gilt für eure Elementarfähigkeiten und für eure ultimativen Fähigkeiten. Mega Premium. Und je höher der Crit-Schadenwert ist, umso mehr Schaden macht ihr dann, wenn euer Schlag kritisch trifft. Das sind wirklich so die zwei wichtigsten Werte. Und als drittes dann wirklich Angriffsprozente. Wirklich Angriffsprozente. Und halt Artefakte, die euren Angriff zusätzlich um 18% erhöhen. Wie ihr es jetzt hier bei Verbeugung des Gladiators seht. Wir haben jetzt hier bei dem Helm Crit-Schaden 62,2%, KT 9,3% und Angriff plus 14,6%. Das ist ein Mega-Artefakt. Hatte ich richtig Glück, dass sich keine Werte hier bei Angriff plus 14 und Lebenspunkte plus 5,8% erhöht hatten. Das sind wirklich die Werte, die dieser Charakter braucht. Und zusätzlich, wenn ihr das abrunden wollt, dann wäre es ganz nice to have, wenn ihr hier Aufladerate mit drin habt. Bei jedem Main-Damage-Dealer Chance auf kritische Treffer, KT, Crit-Schaden, KSCH, Angriffsprozente und Aufladerate, weil wir wollen ja doch irgendwo auch unsere ultimative Fähigkeit schneller wieder haben. Das ist aber kein Muss und wie auch vorhin schon erwähnt, das sind perfekte Artefakte. Legt da bitte nicht allzu großen Wert drauf, denn es gibt keinen Content derzeit in Genshin Impact, der wirklich perfekte Artefakte erfordert. Und das würde euren Spielspaß im Ungemeinen hemmen, wenn ihr wirklich so auf dem Grind aus seid. Außer ihr macht das gerne, dann ist das was anderes. Aber nehmt das Ganze wirklich super entspannt. Wirklich super, super, super entspannt. Die Artefakte, die ihr jetzt dann nun wegwerfen könnt, beziehungsweise wegwerfen solltet, sind Artefakte, die ein paar Voraussetzungen nicht erfüllen. Das heißt, wollt ihr jetzt in dem Fall euren Main-Damage-Dealer verbessern, dann gibt es natürlich so Artefakte wie das hier. Verteidigung plus 16, Crit-Schaden ist gut, aber Lebenspunkte plus 299. Jetzt bei der Feder, Angriff 47, ist okay, ist eine Feder. Aber dieses Artefakt hat eine Chance, gut zu werden. Aber da spielt eine Menge Glück mit rein. Denn hier solltet ihr auf jeden Fall eure Artefakte erstmal testen. Nehmt ein bisschen Ressourcen in die Hand und levelt das Artefakt mal auf plus 4. Einfach damit ihr wisst, welcher Wert als nächstes kommt. Das ist ein Lebenspunkte-Artefakt. Das ist Trash, das kann weg. Erkläre ich euch gleich warum. Aber jetzt sehen wir haben als vierten Wert Verteidigungsprozent hinzubekommen. Richtig schlechtes Artefakt. Man könnte trotzdem versuchen, es aufzuleveln, sofern ihr natürlich so hyped und motiviert seid und euer Glück absolut bis ans Maximum ausreizen möchtet. Gar kein Thema, weil wenn ihr Glück habt, erhöhen sich nur diese Crit-Schadenswerte. Wir können das jetzt direkt mal testen, aber ich glaube es nicht, weil die Chance hier ist ja 1 zu 4, dass sich der richtige Wert erhöht. Und ihr merkt auch schon, das ist viel gegamble hier, das ist viel, viel Glückssache und das muss nicht sein. So, einmal noch und dann werdet ihr sehen, es hat sich Crit-Schaden erhöht. Okay, wir machen das Ganze jetzt mal weiter an der Stelle. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber bedenkt aber auch bitte hierbei, das ist keine Empfehlung von mir. Ich würde so ein Artefakt niemals aufleveln. Wenn ich merke, das hat drei schlechte Stats, die mein Charakter nicht gebrauchen kann, dann würde ich es an sich eigentlich lassen. Denn es fehlen zum einen die Chance auf kritische Treffer und ihr büßt was an Angriff ein. Und ihr habt natürlich dann auch so Trash wie das hier, dass sich Flat-Stat-Verteidigung erhöht auf plus 35, womit euer Main-Damage-Dealer rein gar nichts anfangen kann. Ist aber halb so wild, weil ihr habt hier nicht wirklich Ressourcen verschwendet, sondern ihr könnt das plus 12-Artefakt jetzt für irgendein anderes nehmen zum Aufleveln, wie beispielsweise... Das ist für Verteidigungscharaktere ganz gut. Aber das hier sieht schon besser aus. Mit Crit-Schaden 6,2 und KT 3,5%. Dann gehen wir einfach kurz hier auf Verstärken. Nehmen das plus 12 Artefakt, was wir gerade aufgelevelt haben. Damit kommen wir auf plus 11. Ihr seht es auch hier oben. Ihr verliert immer ein bisschen was an Erfahrungspunkten. Aber trotzdem ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da wieder was reinzubekommen. Wir machen das jetzt auch auf plus 12. Und wir sehen, es hat sich Crit-Schaden erhöht. Lebenspunkte und Elementarkunde. Leider kein Wert von Chance auf kritische Treffer. Ist okay, hätte besser sein können, aber ihr merkt, das ist reines Gegamble. Das sind so die Werte, auf die ihr bei Main-Damage-Dealern achten solltet oder aber auch bei Support-Damage-Dealern. Gerade wenn ihr Fischl als Supporter spielt, mit ihrem Rahmen beispielsweise, oder aber auch Charaktere wie Zhang Ling. Alles Charaktere, oder bei Xingqiu, alles Charaktere, die mit Schaden unterstützen können, ohne aktiv auf dem Feld sein zu müssen. Das heißt, ihr habt jetzt beispielsweise Razor auf dem Feld und unterstützt Razor mit der ultimativen Fähigkeit von Xingqiu. Mega nice, mega clean und mit Zhang Ling. Bei solchen Charakteren könnt ihr auf diese drei genannten Werte achten.
Allerdings gibt es natürlich andere Charaktere, die komplett aus der Reihe tanzen, wie beispielsweise jetzt hier Shogun Raiden, die auf Aufladerate skaliert. Das heißt, bei ihr solltet ihr auf jeden Fall achten, dass ihr dann bei den Stats natürlich auch Chance auf kritische Treffer habt, Crit-Schaden und so viel Aufladerate wie möglich. Ist natürlich nice to have, wenn das klappt. Aber bei Charakteren wie jetzt, wo haben wir sie denn? Jetzt bei Chi-Chi. Meine Chi-Chi ist das beste Beispiel dafür, weil bei der ist es mir komplett egal, ob dieser Charakter crittet oder aber auch nicht. Ich habe absolut keinen Wert darauf gelegt. Ihr seht auch 14,8% Chance auf kritische Treffer, das ist nichts. 93,5% Crit-Schaden, schön und gut, bringt mir aber nichts, wenn der Charakter nicht critten kann. Und wir reden hier immer von so einem 2:1 Verhältnis. Das bedeutet, für jedes Prozent Chance auf kritische Treffer solltet ihr im besten Falle versuchen, 2% auf Crit-Schaden zu bekommen. Das heißt, habt ihr dann irgendwann 50% Chance auf kritische Treffer, solltet ihr 100% Crit-Schaden haben, einfach damit das ein gut ausgeglichenes Verhältnis ist. Mehr geht natürlich immer und ist auch besser, aber auch das ist kein Muss. Das ist nirgendwo vorgegeben. Spielt Genshin Impact bitte so, wie ihr das für richtig haltet. Denn Chi-Chi skaliert auf Angriff, beziehungsweise ihre Heilungsfähigkeit skaliert auf Angriff. Ihr seht es auch hier nochmal. Stellt Lebenspunkte in der Nähe basierend auf Chi-Chis Angriff wieder her. Und da war es mir nur wichtig, dass sie so viel Angriff wie möglich hat. Deswegen habe ich bei ihr jetzt in der Hinsicht auch nur auf zwei Werte geachtet. Einmal Angriffsprozente und einmal Aufladerate. Hier, das hier beispielsweise, Angriffsprozent 13,4, Aufladerate 12,3%. Hey, das ist echt ein gutes Artefakt. Das ist richtig gut. Tatsächlich, das ist gut. Wahnsinn, okay. Nice. Ist ein gutes Artefakt, weil Aufladerate plus 12,3%. Das heißt, sie kann ihre ultimativen Fähigkeiten schneller wieder heilen. Und wir haben hier Angriff plus 13,4%, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Und um das Ganze noch zu ergänzen, rennt sie halt mit der 5-Sterne-Waffe durch die Gegend. Ist nice to have, aber wie gesagt, braucht man in keinster Weise. Deswegen achtet darauf, was die Charaktere benötigen und achtet darauf, wie ihr die Charaktere spielt, beziehungsweise in welcher Rolle ihr sie habt. Einfach, damit ihr euer Team und den Charakter im besten Falle mit den Artefakten bestmöglich ergänzt. Das wäre so mein abschließender Abschluss. Und wie gesagt, das andere war auch relativ selbsterklärend. Gerade so Trash-Artefakte wie das hier. Angriffsprozente als Mainstat, Lebenspunkte, Verteidigung und Aufladerate ist jetzt kein Artefakt, was ich aufwerten würde. Das könnt ihr getrost einfach wegwerfen. Und grundsätzlich Artefakte, die viele Flat-Stats mit sich bringen. Allein das hier. Zwei Flat-Stats ist meiner Meinung nach schon zu viel. Lebenspunkte plus 209 und Angriff plus 14 könnt ihr alle weghauen. Wirklich, braucht ihr nicht. Wie gesagt, ihr könnt euer Glück ausreizen und versuchen, diesen einen Wert zu erhöhen, den ihr auf dem Artefakt habt. Ich würde es nicht empfehlen. Ich würde erst damit anfangen, wenn ihr zwei passende Sub-Stats habt. Dann ist das umso besser. Aber das macht ihr am besten, wie ihr möchtet. Im Endeffekt gilt sowieso, macht was ihr wollt, habt Spaß in dem Game, das ist das Wichtigste und gut ist. Als abschließende Bemerkung, noch als Tipp, bevor ich das vergesse, oder zwei Tipps noch an der Stelle. Für die meisten Main-Damage-Dealer gilt, oder aber auch Support-Damage-Dealer, bei dem Helm solltet ihr versuchen, entweder Crit-Schaden oder Chance auf kritische Treffer zu bekommen, weil das eine sehr, 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 sehr gute Ergänzung eurer Werte ist. Ihr seht es auch hier bei meinen Main-Damage-Dealern, um das jetzt mal so als Vergleich zu sehen. Yula hat hier Crit-Schaden 62,2%. Mein Zhao hat hier bei dem Helm ebenfalls Crit-Schaden 62,2%. Raiden Shogun hat bei mir Chance auf kritische Treffer. Und dort nehmt ihr einfach das, was ihr für euren Charakter benötigt. Das heißt, wenn ihr merkt, hey, hier fehlt euch was, dann nehmt einfach das. Und wenn ihr merkt, hey, da fehlt euch was, dann nehmt einfach Crit-Schaden. Je nachdem, wie viel ihr von dem anderen habt. Und könnt es dann dementsprechend mit den Artefakten so ausgleichen. Deswegen könnt ihr hier so eine gute Balance reinbringen. Vorausgesetzt, ihr habt das nötige Kleinglück dafür. Ich wollte gerade sagen Kleingeld, aber vorausgesetzt, ihr habt das nötige Glück dafür. Das ist halt unnormal wichtig. Aber dann ergibt sich das Ganze wirklich schon von selber. Als letzten und abschließenden Tipp, um damit auch das Video zu beenden, ging es auch wieder lang genug, aber ich hoffe, das war verständlich soweit. Das war mir nämlich persönlich sehr, sehr wichtig, einfach weil ihr das auf alle Charaktere soweit projizieren könnt, wenn ihr wisst, auf welche Werte die Charaktere skalieren und welche Werte die Charaktere benötigen. Um das Ganze jetzt noch spezifischer machen zu wollen, gibt es natürlich dementsprechend Character Guides dazu. Da werde ich dann ebenfalls noch Guides dazu rausbringen, zu jedem einzelnen Charakter, aber ich habe auch schon vor einigen Charakteren Guides dazu gemacht. Schaut da gerne vorbei, zu Zhao beispielsweise, Albedo, Noel, Yoimiya, etc., Pipapo, alles draußen, alles drinne. Noch nicht von jedem Charakter, aber kommt, aber wie gesagt, schaut dann in die Guides, wenn ihr wisst, oder wenn ihr wissen wollt,
wie ihr den Charakter jetzt spezifisch aufbaut in der Hinsicht. Aber okay, ich merke gerade, ich rede ein bisschen arg schnell, weil ich das Video jetzt beenden möchte, weil das jetzt schon wieder viel zu lange ging. Aber sei es drum. Genau, als letzter Tipp, zerbrechliches Harz. Bekommt jeder von uns das hier, zerbrechliches Harz. Nutzt das bitte erst nutzt das bitte erst nach Abenteuerstufe 40 und nicht davor. Weil jeder Spieler, der derzeit noch unter Abenteurerrang 40 bzw. 45 ist, verschwendet das zerbrechliche Harz. Der Hintergrund hierbei, warum ihr das erst nachträglich verwenden solltet, ist, dass ihr ab Abenteurerrang 40 oder 45, ich meine, das war 40, aber das ist schon zu lange her, kann auch 45 sein, aber immer dann, wenn ihr eine Sphäre farmt, okay, jetzt vielleicht nicht die hier beispielsweise, auch nicht die hier, sondern wenn ihr eine Sphäre farmt für Artefakte, nicht Talent-Level-Materialien, sondern wirklich Artefakte in der Hinsicht, wie ihr es hier seht, dann habt ihr ab Abenteurerrang 40 oder 45, ich weiß es nicht, habt ihr eine 100%ige Chance, dass ein goldenes bzw. ein 5-Sterne-Artefakt droppt, wenn ihr diesen Run einmal macht. Und das ist deutlich besser, als wenn ihr euch dann im Vorfeld schon die Spielzeit im Late-Game wegnehmt, indem ihr das zerbrechliche Harz verbraucht, nur dass ihr dann versucht, bessere Artefakte zu bekommen. Übt euch da ein bisschen in Geduld. Abenteurerrang 40 dauert nicht allzu lange oder gar 45. Das wird immer besser, aber ich glaube, spätestens ab Abenteurerrang 45, wie gesagt, bekommt ihr zu 100% garantiert ein 5-Sterne-Artefakt pro Run, den ihr macht. Manchmal sogar zwei. Ist mega nice. Aber nehmt euch bitte die Spielzeit im Vorfeld nicht weg und habt dann hinterher mega den Ressourcenmangel an zerbrechlichem Harz, weil ihr das im Vorfeld schon ausgegeben habt. Das gleiche gilt auch für das Aufladen von eurem ursprünglichen Harz. Nutzt auch nicht die Urgesteine vor Abenteurerrang 45, wenn ihr das machen solltet. Außer ihr wollt schnell leveln, dann könnt ihr das machen. Aber es bringt nicht viel. Gerade so im Early- bis Mid-Game, lasst das lieber weg und macht da so euer eigenes Ding. Aber so viel mal zu dem gesamten Video. Ich will das auch gar nicht mehr allzu lange machen, weil ich wollte das deutlich kürzer halten, ist mir leider nicht ganz gelungen, einfach weil ich zu ausführlich geworden bin. Aber ihr kennt mich, mir ist das wichtig, dass man das versteht, gerade als neuer Spieler. Und wenn ihr euch die Zeit bis hierhin genommen habt und euch das gesamte Video oder auch nur vorgespult habt, gegeben habt, hey, umso besser. Ich freue mich, dass ihr da wart. Deswegen gilt natürlich wie immer, ihr kennt das aus all meinen Videos. Vielen lieben Dank für alles. Macht's gut. Bleibt auf jeden Fall gesund. Besucht mich gerne auf Twitch. Würde ich mich auf jeden Fall freuen über jeden, den ich von euch sehe. Jeden Dienstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr. Wenn ihr noch auf der Suche nach Mitspielern seid oder nach Co-Buddies, beispielsweise für Sphären, für Boss oder sonstiges, hey, schaut super gerne auf unserem Community-Discord vorbei. Wir sind fast 2300 Member auf unserem Discord. Alle zu Genshin Impact. Ihr werdet gefühlt innerhalb von Sekunden jemanden finden, der euch weiterhelfen kann. Details zu eurem Charakter geben kann, Build-Tipps und so weiter und so fort. Hey, die Community ist riesig. Ich freue mich so sehr, dass wir diese Menge an Leuten haben. Dass da wirklich jeder gut miteinander kann, dass es kein bis kaum toxisches Verhalten gibt. Und wenn das dann doch der Fall sein sollte, dann gibt es dafür immer noch die Admins und die Mods, denen ich wahnsinnig dankbar bin, dass sie mir da so heftig krass den Rücken stärken. Deswegen schaut gerne vorbei oder schreibt mir auf Insta, wenn ihr das möchtet. Dort habt ihr die Möglichkeit, direkt mit mir zu kommunizieren. Dauert immer mal wieder so ein bisschen, bis ich antworte, weil ich ziemlich viel beschäftigt bin, gerade auch hauptberuflich und Familie und so weiter und so fort. Aber ich antworte oftmals auch mit Sprachmemos, weil das einfacher für mich ist und die sowieso auf eine Minute begrenzt sind. Das heißt, ich kann gar nicht so ausführlich werden wie hier. Deswegen danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen lieben Dank für alles. Im Allgemeinen natürlich für euren ganzen Support, für den Like, für den Abo, für den Follow auf Twitch oder was auch immer. Lasst mir irgendwas da. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob es euch geholfen hat oder aber auch nicht. Kritik ist auch sehr, sehr gerne gesehen. So viel mal dazu. Und wie immer gilt, Musik von mir gibt es auch auf Spotify, wenn ihr auf Lo-Fi steht. Aber das meinte ich nicht. Aber okay, ja, ich bin ganz ein bisschen dumm im Kopf tatsächlich, weil ich schon so viele Takes gebraucht habe hierfür. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Macht's gut, bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder auch im nächsten Stream. Und bis dahin. Cheers.